Hallo und herzlich willkommen hier auf Alpha Logistik zum nächsten ETS2-Video, in dem wir uns heute mal so ein bisschen mit dem Volvo Baumaschinenfrachten DLC befassen, was letzte Woche für den ETS2 und für den ATS erschienen ist. Ich habe hier auch hinten den Radlader quasi drauf, mit dem wir heute so ein bisschen nach durch Kalifornien fahren werden, nach San Rafael. Genau, 100 Meilen oder sowas dürften es sein. Ich muss mir hier gerade mal den Wegpunkt rauslöschen. Ja, 107 Meilen sind es noch. Und wir fahren heute mal so ein bisschen mit der Kiste durch die Gegend. Das DLC ist letzte Woche rausgekommen und beinhaltet diverse Baumaschinen von Volvo, die wir jetzt transportieren können, seien es Walzen, Bagger, Radlader und so weiter und so fort. Ich glaube, irgend so ein Kipper ist auch dabei. Auf jeden Fall ganz viele coole Sachen, die wir jetzt auch transportieren können. Und damit haben wir eben, also lizenzierte Trailer gibt es ja schon im ETS zumindest. Und damit haben wir jetzt sogar schon eine lizenzierte Fracht, was ziemlich krass ist, wenn man sich das mal so überlegt. Aber ist cool. Mir gefällt das auf jeden Fall. Es ist jetzt kein Must-Have-DLC, wie zum Beispiel ein Map-DLC oder ein Cabin-Accessory-DLC, aber es ist definitiv ein DLC, was man sich holen kann. Und damit kommen wir auch schon zum Preis von der ganzen Geschichte. Ganz so viel gibt es zu dem DLC nicht zu sagen, das werden wir ja noch nicht ganz so lange drüber sprechen. Aber kommen wir mal zu dem Preis. Das Ding kostet knapp 5 Euro, ich glaube 4,99. Wenn ihr es euch für den ATS einzeln kauft oder für den ETS, wenn ihr es euch aber im Bundle kauft, also für den ATS und für den ETS 2 gleichzeitig, dann kostet es genauso viel. Dann kostet es, ich glaube, sogar einen Cent weniger oder sowas, also 4,98. Das heißt, wenn ihr beide Spiele habt, dann holt es euch definitiv für beide, weil es macht preislich gesehen keinen Unterschied, ist sogar noch minimal günstiger. Und dann habt ihr es halt einfach für beide, ohne dafür irgendwie mehr ausgeben zu müssen. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Deal. Es ist jetzt leider nicht so wie beim Fernbus-Simulator zum Beispiel. Da ist es nämlich so, wenn man den Tourist Bus hat, den ich nicht habe. Aber es gibt ja so einen Tourist Bus Simulator von den Fernbus Simulator Entwicklern. Ne, Fernbus Simulator spiele ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es da so ist. Und wenn man sich für einen von beiden ein DLC kauft, dann hat man es, ein Fahrzeug-DLC, dann hat man es im anderen Spiel jeweils auch mit drin. Und ganz so ist es leider nicht. Ihr müsst wirklich bewusst im Steam DLC, also im Steam Shop, müsst ihr wirklich bewusst dieses Bundle auswählen, damit ihr es für beide bekommt, aber es geht und ihr müsst jetzt nicht zweimal 5 Euro, also insgesamt 10 Euro für den gleichen Content in zwei verschiedenen Spielen zahlen. Das ist schon mal gut. Und von daher, Empfehlung davon von mir gibt es auf jeden Fall, weil ich finde, dass das DLC echt gut ist. Ich habe mir so ein paar von den Frachten mal angeschaut und ich finde, die sind die Fahrzeuge, die wir da transportieren können, die sind echt gut und hübsch ausmodelliert. Wie gesagt, Volvo-Lizenz und auch gut texturiert. Natürlich nicht so gut wie jetzt ein Spielerfahrzeug, wie zum Beispiel unser Truck oder so. Aber gut genug, dass es nicht negativ ins Gewicht fällt. Und ich glaube, wenn sie es jetzt viel besser texturiert oder modelliert hätten, dann hätten wir auch irgendwann Probleme mit der Performance bekommen. Also ich glaube, so wie sie es gemacht haben, ist es schon ganz gut. Und ich bereue es auf keinen Fall, mir das DLC geholt zu haben. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, solltet ihr euch das Ding definitiv zulegen. Oder wenn euch diese 4,98 für beide Spiele doch ein bisschen teuer sind, dann wartet auf den nächsten Sale und schlagt dazu. Eigentlich wollte ich das Ding auch mit einem Volvo transportieren, und zwar mit dem Volvo VNL von Aerodeath heißt der, glaube ich. Der funktioniert in der aktuellsten ATS-Version, aber leider nur ohne Sounds. Und den Standard SCS-Volvo wollte ich irgendwie dann nicht fahren, weil ich habe mir halt diesen Volvo von Aerodeath aufgebaut und habe den voll equipped und so, und dann hatte der keinen Sound, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, einen Volvo zu fahren, habe mir dann hier den Western Star genommen und deswegen fahren wir heute mit dem Western Star ein bisschen durch die Gegend, auch wenn es natürlich nicht so zu unserer Volvo-Ladung passt, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich auch egal. Ja, kam so ein bisschen aus dem Nichts, das DLC. Sie haben es gar nicht groß angeteasert vorher. Ich glaube, ein Bild haben sie mal auf Instagram gepostet, wo sie so ein bisschen angeteasert haben, dass da was kommt, und dann am Tag, an dem es kam, eben einen Livestream gemacht. Also wenige Stunden bevor es rauskam, haben es am Ende des Streams, glaube ich, auch veröffentlicht. Ich habe den Stream leider nicht verfolgen können, zeitlich. Ich glaube aber, dass es so war. Und kam so ein bisschen überraschend aus dem Nichts, aber ist definitiv ein DLC, was ich jetzt nicht schlecht finde. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, ob
der Lizenzgeber bzw. derjenige, mit dem die Lizenzen für so ein Volvo Baumaschinen DLC ausgehandelt wurden, derselbe ist, mit dem die Lizenzen für einen Volvo Truck für den ETS oder ATS ausgehandelt werden. Denn dann könnten wir nämlich darauf hoffen, dass SCS und Volvo jetzt eine gute Partnerschaft, einen guten Deal am Laufen haben und dass vielleicht das Facelift vom Volvo FH in den ETS oder das Facelift vom Volvo VNL, also die neueste Version, in den ATS kommt. Und das wären doch mal echt geile Aussichten. Aber auch unabhängig davon finde ich es natürlich gut, dass SCS mit Volvo, also wenn es jetzt getrennt ist und es gibt Volvo Trucks und es gibt Volvo Cars und es gibt Volvo Baumaschinen halt und für alle muss man bei einem getrennt, also bei einem einzelnen, bei einer einzelnen Firma die Lizenz einholen, dann fände ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Also im Gegenteil, ne, dann fände ich es halt auch gut, dass SCS es geschafft hat, uns hier mal lizenzierte Frachten ins Spiel zu bringen. Vor allem in der Form von Baufahrzeugen, die finde ich auch echt cool aussehen, sich auf Screenshots gut machen und ja, ist einfach mal wieder was anderes. Ich glaube, die Trailer, auf denen die Dinger hier stehen, sind, wenn mich nicht alles täuscht, auch neu. Das heißt, es sind nicht nur die Frachten, sondern auch die Trailer dazu. Ist auch extrem lang, das Ding, wie ihr seht. Finde ich alles rundum gelungen und rundum gut gemacht. Und hat mich auch so ein bisschen positiv überrascht, weil am Anfang, als das DLC rauskam, dachte ich, ah ja, gut, was bringt mir das jetzt? Aber mittlerweile bin ich doch echt positiv davon überrascht und fahre gerne damit durch die Gegend. Und glaube auch, dass es dem einen oder anderen von euch, der so ein bisschen Interesse an ein bisschen Abwechslung hat, definitiv gefallen könnte. Auch wenn es natürlich ist, es gibt natürlich auch schwer, also ne, so Schwertransportfrachten-Mods von der Community und so, aber ich finde das DLC ganz cool, ist auch eine coole Möglichkeit, SCS ein bisschen zu unterstützen, deswegen. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Empfehlung dafür ist auf jeden Fall da. Ihr könnt euch auch die Steam-Reviews dazu durchlesen. Da wird es bestimmt auch einige geben. Und schauen, was die Leute da so schreiben. Ich habe jetzt keine Performance-Einbrüche oder sonstiges festgestellt. Finde auch, wie gesagt, die Frachen sind gut ausmodelliert und gut texturiert. Natürlich nicht High-Poly, so wie jetzt ein Spielerfahrzeug. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. Dementsprechend finde ich, das ist schon ein gelungenes Gesamtpaket und man könnte definitiv mal auf der Seite im Steam Workshop vorbeischauen. Ich finde ja immer noch diesen kleinen Pfeil, der im Spiegel von dem Western Star aufleuchtet, wenn man blinkt, finde ich immer noch total cool. Das ist immer noch eins der besten Features an dem Truck, zusammen mit dem Blinker hier in dem Lufteinlass hier, wenn ich ihn jetzt mal anmache. Ihr seht es schon, ne? Das finde ich total geil. Haut mich immer wieder weg, finde ich immer wieder sehr gut bei dem Truck gemacht. Und deswegen fahre ich den Western Star auch relativ gerne, muss ich sagen. Obwohl den viele ja von außen nicht so hübsch finden. Muss aber sagen, ich mag ihn echt gerne. Ist mittlerweile auch schon fast ein Jahr im Spiel, muss man sich mal vorstellen, wie schnell die Zeit vergeht. So neu ist der gar nicht mehr. Beziehungsweise ich glaube, in etwa einem Monat wird er ein Jahr im Spiel sein. Ich glaube, der kam letztes Jahr Ende Oktober, Anfang November kam der in den ATS rein. Finde ich aber cool, die Kiste. Finde ich mega cool und ich finde es gut, dass SCS seitdem auch die Marke Western Star auf dem Schirm hat. Vielleicht kommt da ja noch das ein oder andere Fahrzeug. Aber bis jetzt bin ich absolut mit der Truck-Auswahl im ATS zufrieden. Also es kommen wirklich so viele neue Trucks in den ATS. Allein dieses Jahr haben wir ja schon wieder den neuen International, also was heißt den neuen, aber den anderen International bekommen. Und letztes Jahr den Flightliner Cascadia und den Western Star und ich glaube, irgendwas haben wir noch bekommen, woran ich mich jetzt aber nicht mehr erinnere, aber irgendwas war, glaube ich, noch gewesen in naher Vergangenheit. Das heißt, die Truckversorgung im ATS ist schon wirklich gut und verkürzt einem so ein bisschen die Wartezeit auf das nächste Map-DLC. Und wo wir gerade bei Map-DLC sind, im nächsten ATS-Part werden wir definitiv endlich mal nach Jackson fahren, weil ich will die Stadt endlich mal abgefahren haben. Oder ich werde privat nach Jackson fahren und wir werden dann mal im Video uns einfach mal einen leeren Auflieger schnappen oder einen Auftrag irgendwohin schnappen und hier diese Landstraße hoch abfahren. Weil hier gibt es ja keine Firma oder so, wo man irgendwas hin abliefern kann. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir die befahren können. Und die soll wohl echt schick sein, hat irgendjemand von euch mir in die Kommentare geschrieben. Deswegen werden wir uns die, glaube ich, tatsächlich im nächsten oder einem der nächsten Videos mal anschauen. Und sind mit Wyoming auch soweit durch. Und können, vielleicht fahren wir wieder ein bisschen durch Colorado oder so. Das fand ich nämlich auch ein sehr geiles Map-DLC, dem ich irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Also da bin ich irgendwie nicht so oft durchgefahren. Wobei ich, glaube ich, in jeder Stadt mal war, oder? In Colorado? Gucken wir gerade mal. Ja, ich war tatsächlich in jeder Stadt schon mal, aber besonders hier diese Landstraßen in der Mitte von Colorado. Also können wir vielleicht mal Colorado Springs nach Montrose fahren
Oder von Grand Junction nach Colorado Springs oder sowas. Oder von Denver. Ne, ihr seht schon. Wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Wir können hier und da noch ein bisschen was abfahren. Auch hier in New Mexico, ne? Santa Fe, Clovis, Hobbs, Carlsbad. Alles so Städte, wo ich aus irgendeinem Grund noch nicht war. In Nevada war ich schon überall, in Kalifornien und in Arizona. Auch nur halt noch nicht auf dem Safe Game hier. Das Safe Game hier ist relativ neu, das ist glaube ich erst ein Jahr alt und dementsprechend kann aber dann auch durchaus sein, dass ich in New Mexico auch schon in mehr Städten war als angegeben. Das ist dann natürlich auch möglich. So, dann fahren wir mal zu der Baustelle und das sieht doch echt geil aus. Ist das hier ein Stausee oder was? Sieht aus wie ein Stausee, ne? Wir waren ja im letzten Video, sind wir schon über einen Stausee drüber gefahren. Nee, ist das kein Stausee, oder? Das ist ein Wasserwerk. Das ist ein Wasserwerk. So. Finde ich geil gemacht. Finde ich mega geil gemacht, dass man hier so reinfahren kann. Und das ist halt ein Bereich oder ein Teil auf der Map, den es schon länger gibt. Also das ist ja Kalifornien hier, ne? Ja, genau. Und ich glaube aber, das ist eine der Stellen, die in Kalifornien bearbeitet wurde, tatsächlich. Also das ist, glaube ich, ne, also Kalifornien wurde ja so ein bisschen reskinned und überarbeitet in der 1.41 und ich glaube, das ist so eine Stelle. Ich glaube nicht, dass es schon immer so aussah, als der ATS rauskam, vor 5 oder 6 Jahren. Oder wie lange das mittlerweile her ist. Aber spricht ja nichts dagegen. So, und wo war ich sehe gerade? Ne, es ist der gleiche Radlader wie der, den wir auch drauf haben, der da hinten steht, glaube ich. Ja. Dürfte der gleiche sein, sonst hätte ich gesagt, schauen wir uns den nochmal gerade an. Aber wenn das der gleiche ist, macht das ja natürlich keinen Sinn. Jetzt fahren wir nur nochmal gerade in die Parklücke rein. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung zu dem neuen DLC unten da lassen. Und können wir da in den Kommentaren nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Oder ich gehe in einem der nächsten Videos drauf ein. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.